Helikopter die Party peilen. Starten wir die Batterien, so soll es sein. Dann machen wir Engine Number 1 Fire Test, das Super Engine 2 Fire Test, Live und All Warning Lights haben wir. Sehr gut. Hier brauchen wir eigentlich nur die Avionics. Dann können wir hier kurz den Vorbrenner einschalten, Pito ein, machen wir, ja, machen wir noch nicht. Wir machen Beacon Lights und Navigationslight machen wir auch an und hier kurz Primer. Oi, AX und Primer an und die Lichter sowieso immer. Dann haben wir diese, hier können wir kurz noch den Autopiloten einschalten. Dann wollen wir hier. Diese wollen wir. Wir wollen zurück. Wir haben PDF, wir wollen Wind, Drise. Das passt. Q&A, Correction. Squawk 7000 on. Das passt. Hier haben wir alles gesetzt. Hier nennen wir die Map. Wind. Super. Und maybe one other. So wollen wir. Tower going around. 1380, was ist los? So, wunderbar. Dann haben wir Q&H. Oh, wirklich jetzt? Weil ich das nie auswendig weiß, machen wir das kurz so. Dann schauen wir das hier um. Auf, dann 2997. 2997. Das ist super. Wunderbar, unsere liebe Passagieren sind da langsam mal an eingestiegen. Yes. Wir haben Anti-Collision Light on, wir haben ein Fuel Rose an. Haben wir Rotor free und wir starten unser Triebwerk Nummer 1. All green, fährt hoch, super. JetBlue 788, break off your crest. JetBlue 788, roger. Cancel approach clearance, maintain 2000, and fly your current heading for now. Maintain 2000, and current heading. TOT, kommt jetzt. Kein Hot Start, or continue. 1439, flying 180, maintain 2000. Fly heading 180, maintain 2000, JetBlue 1439. Brickyard 5800, fly heading 180, maintain 2000. Sehr gut, Triebwerk Nummer 2. Und super, fährt hoch, stabil. Und TOT kommt. Ist dann gleich. Jetzt kommt TOT. Und kein Hot. Nee, super. Contact
Und jetzt gehe ich kurz pinkeln. So. Sehr nice, dann fahren wir beide Triebwerke hoch. Wir schalten unsere Strobe Lights und Landing Lights on. Hier schalten wir unsere Fuel Primers aus und Back und Forward Fuel ein. Und wir sind all green. Super. Passt. Und noch die Pitot. Door close. Der for takeoff. So. Leider nein, Tolu, nein, das stelle ich nicht ein. Wir lassen es bei 720. Sobald wir aber Partner erreicht haben, so komisch es klingt, schalten wir das dann ein, weil es ist nicht immer gesagt, dass du dann zurückschalten kannst und viele können sich 1080 im Stream nicht leisten und sich das nicht angucken. Deshalb. Und ich mag nicht immer Stream starten und gucken, ob das Zahnrad jetzt da ist und wenn nicht, Stream ausschalten und so weiter und so fort. Rotze, vielen Dank für 13.980 Federn und somit clear for takeoff, all lights set, no warning lights, all set und hier rechts clear. Das ist, wie wir abheben. Wir ziehen unser Kollektiv ganz langsam. Und er hat noch kurz einen Funkspruch. Ah, clear to go. Super, danke. Yes. Und dann heben wir langsam ab. Rechts free. Und wir können voll ausdrehen. Going around. Wir machen jetzt hier, starten wir raus gegen den Wind, drehen rechts ein. Sehr schön. Established. Und wir drehen rechts ein. Genau, so ist es, Tolomani. Gleich. Dein Flugwunsch. Wir überfliegen jetzt den Tanker da vorne. Sehr nice. Living Frequency. Landing Lights off. Air India 102 heavy fly heading 180 maintain 2000. Heading 180.
Heading 10 and maintain 2000. And 102 has maintained 2000. And 2000 is 102 heavy. India 102, have you contact New York on 135.9? So 35.1, Air India 102. Air India 102, departure is 135.9. 359, Air India 102. Sie haben da gleich ein bisschen Probleme und Funk, höre ich da. So, wir belassen unser schönen Hermanoda. Und da vorne können wir schon sehen, da haben wir dann unser Petit Pito, unsere Pito, das Petit Pito und das Grand Pito. Und hier haben wir noch unser Containerschiff. Sehr nice. So, wir fliegen jetzt zu einem Kennzeichen, das waren mal ursprünglich Vulkane. Sie sind immer noch Vulkane, sie sind einfach nicht aktiv. Ciao, bless, Gott sei Dank. Aber es ist schön, in die Sonne zu fliegen. So, ganz nice. Ja, und in der Nähe haben wir dann das schöne kleine Dorf Soufriere. Das ist genau derselbe Name wie Soufriere da hinten, der Vulkan, der letztens gleich ausgebrochen ist in St. Vincent. Genau. So sieht's aus. Sind die da alle bei St. Lucia? Sehr cool. Wir fliegen jetzt einmal kurz über St. Lucia und dann landen wir in Charles und dann geht's ab zum Flugwunsch. So, Display ist langsam zu hell. So ist besser. Wir haben alles grün, no warning lights, Wind immer noch selbst. Das ist super, passt. Airflight 124 Heavy, turn right at Juliet, taxiing Zulu Hotel, hold short of runway 22 right. We can drive this via Juliet, Zulu Hotel, hold short of Zulu right, airport 124. Man kann ich das mal in Real Life machen, wäre so cool. So, hier haben wir unser Gropito. Oh lalo. Und danach da hinten gleich haben wir unser Petit Pito. Und dazwischen haben wir Sugar Beach. Das ist eine ganze schöne Strand. Aber ja, es Privatino daher gehört zu einem Resort, aber man kann auch so hingehen. Genau. Da vorne rechts hier Sugar Beach. Wirklich eine Sugar Beach. Aber aktuell sieht es noch nicht so schön aus. So. Und da hinten, wie gesagt, haben wir Soufriere. Größte Stadt im Süden von St. Lucia. Wir fliegen jetzt hier der Küste entlang. Hier unterhalb, ziemlich genau hier, gibt es einen Rock, ungefähr auf 12 Meter. Das
sah cool aus. Kann ich auch wieder mal hin. Allgemein wieder mal tauchen, yes. Danke, danke, danke. Ja, es gibt so einiges bei der Copter Family. Am besten mit den Comments, Ausrufezeichen Discord, Ausrufezeichen Socials. Ich mache auch Tutorials, sogenannte Willitorials, Ausrufezeichen Willitorials. Ja, sind one a big family. Machen auch viele Gruppenflüge. Sei es im Hubschrauber oder mit der 777 A320, Boeing 747, was auch immer. Fliegen wir da gemeinsam rum. Fliegst du selber auch? Hast du auch den Flight Simulator? Tolun? Hast kein Discord? Das ist nicht schlimm. Ist auch kein Müssen. Discord ist so jetzt bei uns analog Twitch aufgestellt, so für offline, und da können wir uns Daten austauschen. Posten wir oft so Screenshots vom Flight Simulator rein oder fragen, wer hat Bock zu spielen, oder sind einfach so in einem Channel, Sprachchannel, und sprechen, quasseln miteinander. Wie auch immer. Das ist auch gut. Hans Lareva da hinter uns, die Bucht. Und ist da vorne, da kommt gleich was ihr eigentlich alle kennt, obwohl ihr es nicht kennt. Aber ich nehme an, die meisten kennen den Film Dr. Doolittle. Und da hier in Marigo Bay, da gibt es ein Restaurant, das heißt Doolittle. Und der Film haben sie dann wirklich nach diesem Restaurant benannt. Und das da ja ist Marigo Bay. In echt sieht es viel schöner aus. schöne Bucht mit vielen Yacht und Schiffen darin und so. So, dann haben wir unser Ölreservoir hier. Und da weiter vorne kommt dann schon die Hauptstadt Castries. Dann fliegen wir noch kurz bis zur Spitze hoch, nach Cab Estate, und dann zurück hier nach New Charles und setzen zur Landung ein. Dann machen wir den Flugwunsch. Eine kurze Pause und dann Flugwunsch. Oh yeah, freue mich. Fliegen wir wieder mal wohin, wo es warm ist. So, hier vor uns haben wir den Hafen von Castries.
Man sieht, man kann so die Kreuzfahrtschiffe sehen. Genau, und dann haben wir hier die Hauptstadt von San Lucia, Castries. Links von uns da ist der Flughafen, also Flugplatz. Ja, nee, ist Flughafen. Ist auch ein Flughafen. Aber nicht so ein großer. So, jetzt fliegen wir hier kurz nach oben. Dann kommt Rodney Bay. Wo sich die meisten aufhalten. Grosile. Ist auch am meisten los, sage ich jetzt mal. Machst du kurz Pause? Alles klar. Ja, ist wirklich. Dann fährst du hier die Straße hoch. Genau, dann kommt hier dieser Kreisel. Das ist natürlich Linksverkehr, wohlverstanden, ne? Dann fährt man hier alles hoch. Genau. Ja, so in 5 Minuten sollten wir zurück sein und dann machen wir Pause. 10 Minuten Pause und dann machen wir deinen Flugwunsch. Oh yeah. Und also zuerst planen wir den. Schöne Planung. Weil wir dann mit ja, Fly-by-Wire fliegen. Somit können wir Simbrief mit einbeziehen. Und ja, dann machen wir einen coolen Flug. So, hier vor uns das Rodney Bay. Und dahinter, nach der Hafeneinfahrt, also ja, da die Buchteinfahrt, haben wir Grosile. Links die zwei kleinen Bergen, das ist Pigeon Island. Und hier weiter vorne haben wir dann Cap Estate. Das hier ist Grosile. Nice. Drehen wir hier ein. Das da vorne ist ein Resort für die Leute mit Boot. Die können dann direkt mit dem Boot da an ihr Hotel oder was auch immer Zimmer anfahren. Genau. Nicht ganz ein Platz so wie da, aber ja. Dann hier noch die Pigeon, genau. So. Fliegen wir hier straight back to the airport. Machen wir Landing Light on. Hier ist noch ein Kreuzfahrtschiff, das verlässt San Lucia. Das ist hier, das habe ich auch noch nie gesehen, dass das hier Kreuzfahrtschiffe sind, aber ja. Eigentlich sehr viele Segelschiffe. Wir haben auch ein berühmtes Segelschiff, oh ja. Sehr nice. Da vorne, links diese, hinter diesem Hügel, den kleineren, da ist gleich der Airport. Wir fliegen jetzt da so rein, über die zwei Schiffe und dann landen wir bei San Lucia Helicopters. All set, all green, no warning lights, lights set. Clear to land. Und so klein ist San Lucia.
Wir sind sogar auf Kurs mit dem Puppy, ey. Krass. So, hier vorne ist ein Lusche-Helikopter. Eigentlich wäre ja vorne, haben wir angekündigt, aber egal. So, haben wir einen schönen Rundflug mit unseren VIP-Gästen gemacht. Wow, langsam aufsetzen und on ground, super. Landing lights off. Shuttle off idle, open door. Können wir auch ausschalten, können wir auch ausschalten. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja, die haben dann hier Ekirei, etwas anderes als ein EC. Etwas mehr Leistung, sage ich jetzt mal. Genau. So, und können wir schon, schaut auf, das ist das Schöne, nach 30 Sekunden. Rotor Brakes. So. Rotor sind super, können wir die Türen öffnen. Und können wir den Rest alles ausschalten. Weiter. Und noch die Batterie off. So. Und ah, diese können wir auch noch ausschalten. Genau. So, das wäre es gewesen. Schöner, schöner, kleiner Flug. Können wir noch aussteigen. Steigen wir noch aus. Machen ein schönes Foto. Billy Captain, Party Pilot.